Viele stellen sich die Frage, wie viel Krafttraining für eine Top-Figur notwendig ist. Und das klären wir jetzt im Video. Hallo und herzlich willkommen zu Economic Training bei Stefan Deininger. Heute mal ein etwas anderes Format. Ich habe einen kritischen Krafttrainingsenthusiasten zu Gast im Video, den Kenny. Hey, ich bin Kenny. Ihr sollt am Ende entscheiden, ob Kenny im nächsten Video auch mit dabei sein darf, beziehungsweise in künftigen Videos. Ja, das ist eure Aufgabe. Bitte in die Kommentare rein, ob Kenny künftig auch mit dabei sein soll. Auf meinem Kanal, das wissen die meisten bereits, geht es um effizientes, zeitsparendes Krafttraining. Und heute im Video die Frage, wie viel Training wirklich notwendig ist, um Muskeln aufzubauen oder die Figur zu verbessern, also straffen Körper zu bekommen oder eben auch die Leistungsfähigkeit zu verbessern bzw. die Fettreduktion zu forcieren. Ah, Stichwort Fettabbau, das war bzw. bin übrigens ich. Wobei beim letzteren Punkt natürlich die Ernährung der wichtigste Faktor ist, sprich ein Kaloriendefizit, wenn man abnehmen möchte. Aber jetzt rein aufs Krafttraining bezogen, wie viel Krafttraining ist wirklich pro Woche notwendig? Vorneweg viel weniger Training, als du denkst. Was labert der bitte für einen Scheiß? Also erstmal, die effizienteste Vorgehensweise ist ganz klar ein Ganzkörpertraining. Trainiere alle Muskelgruppen in einer Einheit. Das ist übrigens auch beim Thema Fettreduktion die effektivste Vorgehensweise, weil du bei diesem Ganzkörpertraining eben alle Glykogenspeicher praktisch leer machen kannst und das dann eben am besten ist für den Fettabbau. Meinst du wirklich? Ein Ganzkörpertraining eignet sich nicht nur für Anfänger für Muskelaufbau, nein, ganz im Gegenteil, sondern gerade auch sehr gut für Fortgeschrittene und auch Profis. Ja, dann mache ich jetzt auch ein Ganzkörpertraining, ne? Also so alles. Zum Ganzkörpertraining, natürlich kann man auch ein Split-Training machen, wenn man dies möchte, insbesondere dann, wenn man des Öfteren trainieren möchte oder eben einfach sich wohler fühlt, sage ich jetzt mal. Ja, Mann. Man muss sich in jedem Fall wohlfühlen, ne? Also, das muss sein. Fakt ist, bei einem Ganzkörpertraining kannst du mit zweimal pro Woche ausgezeichnete, und ich meine wirklich ausgezeichnete, Ergebnisse erzielen. Und die meisten, also ich behaupte 95%, werden mit dieser Vorgehensweise bei korrekter Umsetzung die bestmöglichen Ergebnisse erzielen. Wow, das klingt ja mal echt super, ne? Also schon gut. So, kommen wir nun zum dritten Punkt. Die Satzzahl. Wie viele Sätze sind notwendig, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen? Hier steht natürlich an erster Stelle, dass das Ganze richtig nach dem Economic Training, so wie ich es empfehle, umgesetzt wird. Und dann reicht pro Übung ein einziger Satz tatsächlich aus, wenn du es richtig eben angehst. Was meint der? Und vor allem mit der richtigen Intensität. Intensität bezogen immer auf den Anstrengungsgrad eines Satzes. Das heißt also, du solltest jeden Satz wirklich ausführen, kontrolliert, konzentriert, bis zum geht nicht mehr. Bis zum Koordinationsmuskelversagen. Das heißt, bis du keine Wiederholung korrekt mehr weiter ausführen kannst, bis zu diesem Punkt. Das ist ganz, ganz wichtig, damit du einen Reiz setzt. Das heißt also volle Pulle, ne? Bei der Satzzahl ist also die Intensität ganz entscheidend, nur ein Satz, aber dieser bis zum geht nicht mehr. Und wichtig, fortgeschrittene Profis sollten, können mit zusätzlich noch mit Intensitätstechniken arbeiten. Das heißt, wenn du bis zum geht nicht mehr gemacht hast, kannst du noch einen Reduktionssatz nachmachen. Oder eben auch einen Pausensatz noch ausführen. Muss nicht jeder, aber ich empfehle die meisten fortgeschrittenen Profis noch mit Intensitätstechniken zu arbeiten. Ich mache das. Dann auch ganz wichtig, beim Economic Training, einer Art des High-Intensity Trainings, da sollte ein Satz mit einem Gewicht ausgeführt werden, wo du zwischen 60
und bis Maximum 120 Sekunden ausführen kannst. Also in diesem Zeitfenster sollte das Muskelversagen stattfinden, bis wirklich nichts mehr geht. Also da gehört sehr viel Willenskraft dazu, da gehört sehr viel Konzentration dazu. Aber wenn du das entsprechend richtig machst, dann reicht ein Satz aus, wenn du das richtige Gewicht wählst. Also in Relation zu den meisten, wo mit mehreren Sätzen trainieren, wo jetzt zum Beispiel eine Curl-Übung machen, zwei, da machen sie dann 10, 12 Wiederholungen, dauert dann ein Satz so 20 Sekunden. Beim Economic Training sollte ein Satz Minimum 50, 60 Sekunden aufwärts ausgeführt werden. Das heißt also, ich mache da umgerechnet schon praktisch 3 Sätze mit der gleichen Spannungsdauer von der Leistung her. Und der andere macht dann immer 2 Minuten, sage ich jetzt mal, Pause zwischen den Sätzen. Da zieht sich dann auch das Training. Aber die Spannungsdauer ist oftmals beim Ganzkörpertraining, beim Economic Training gar nicht groß anders, wie wenn ich jetzt mehrere Sätze ausführe beim herkömmlichen Training. Ja, ich gebe es zu. So habe ich bisher trainiert, ne? Also so 6 bis 9 Sätze pro Muskel. Und jedes Mal eineinhalb Stunden war ich im Gym, ne? Also ja, und das 5, 6 Tage in der Woche. Ne? Dann zur Übungsauswahl mit den richtigen Übungen, mit Grundübungen, wo also mehrere Muskelgruppen mit einer Übung beansprucht werden, reichen bereits 4 Übungen tatsächlich aus, um den ganzen Körper abzudecken. Das heißt, du führst eine Zugübung aus, beispielsweise einen Klimmzug. Hier trainierst du den großen Rückenmuskel, Bizeps und Unterarm. Dann eine Push-Übung, beispielsweise einen Satz Bankdrückmaschine. Hier trainierst du in erster Linie Brustmuskulatur, Trizeps hast du sehr gut dabei und auch die Schulter hast du dabei. Und dann eine Beinpo-Übung, also zum Beispiel an der Beinpresse. Und dann noch als vierte Übung würde ich empfehlen die Hyperextension zum Beispiel, wo du als den unteren Rücken beanspruchst, Gesäß und die Beinrückseite. Mit diesen 4 Übungen, Push-Übung, Pull-Übung, Bein-Po-Übung und eben für die Sache für die Rückseite, unterer Rücken, Gesäß, Bein-Bizeps, da deckst du wirklich den gesamten Körper ab mit nur 4 Übungen. What? Das ist mir viel zu wenig, ne? Also ne, ich will dicke Arme und ich weiß nicht. Man kann natürlich zusätzlich noch weitere Übungen ausführen beziehungsweise noch kleinere Muskelgruppen im Ganzkörpertraining beanspruchen. Das geht natürlich auch. Na okay, Jungsche, dann bin ich wieder dabei, ne? Wenn jetzt jemand wirklich sagt, hey, ich möchte einen minimalen Ansatz, ich habe nicht viel Zeit oder nicht viel Lust, aber ich möchte was für meine Gesundheit, für meine Figur machen, für Muskelaufbau, für ja einfach auch zum Abnehmen, dann mach die 4 Übungen, Vollgas bei jeder Übung, volle Konzentration, mit dem richtigen Trainingsgewicht, mit der richtigen Intensität, in Form des Ganzkörpertrainings logischerweise und 2-mal pro Woche und dann kannst du unglaubliche Fortschritte erzielen in jeglicher Hinsicht. Deswegen ist die Qualität in erster Linie der wichtigste Faktor. Weniger ist mehr. Fokussiere dich auf wenige Übungen, wenige Sätze, auf eine kontrollierte Ausführung mit den Slow Reps. Und dann ist nicht viel Krafttraining im Spezifischen notwendig, um wirklich super Ergebnisse zu erzielen. Wie gesagt, allgemein vorausgesetzt, die Ernährung muss immer stimmen, die Einstellung muss stimmen, natürlich auch die Genetik. Davon ist einiges abhängig, aber man benötigt eben nicht viel, um wirklich famose Ergebnisse zu erzielen. Das soll es heute schon gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Setz das um, gib mir ein Feedback
Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung. Tschüssi. Bis zum nächsten Video.